Guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir machen gleich weiter. Wir sind immer noch in der Brutstätte, also quasi in unserer Brutstätte. Oh, ah, hier geht's aber runter. Können wir hier überhaupt runterspringen? Ja, wir sollen da ja irgendwie runter, ne? Warte mal. Also wir sollen da nicht runter, aber... Ich würde da ganz gerne runter. Ich komme hier aber irgendwie nicht. Nein, ich will nach unten. Oh gut, hier ist aber nichts. So, wo sollen wir hin? Ich werde mal hier hochklettern. Achso, die Leiter führt uns nirgendwo hin. Achso, ich dachte, wir müssen die Leiter hoch. Na gut, dann nicht. Achso, wir sollen nur eine Etage höher. Alles klar, verstehe. So, müssen wir da oben irgendwo noch irgendwo hin? Na, sieht nicht danach aus. Gott. Das wird bestimmt. Ja, das wird's auch, aber wir wollen erstmal hier gucken. Da ist aber nichts, wie es aussieht. Waren wir jetzt hier schon? Waren wir jetzt hier schon oder waren wir hier noch nicht? Doch, da sind wir ja, alles klar. Alles klar. Hier waren wir schon. So, da. Ach so. Ach, das ist der Ausgang. Ja, wir sollen wieder raus. Okay. Also ich bin eigentlich eure Urmutter. Ich bin eigentlich die Chefin hier. Spannend, wie sie reagieren. Ach so, jetzt auf einmal. Aloy, vergib mir. Vergib mir. Ich bin die Göttin. Sprach zu dir. Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Natürlich werde ich es tun. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Ja. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Erst Ausgestoßene, jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte! Ich gehöre nicht zu euch! Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt! Stämme, die genauso gut sind wie ihr! Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier, überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Das ist also unsere Bestimmung. Gut, unser Weg führt uns erstmal zu Gaia. Dort werden wir uns... Ich sollte sie nicht anstarren. Sie wird mich noch für... Und vor allem... Als sie aus dem Berg heraustrat,
war sie nicht mehr sie selbst. Sie war gesalbt. Der Berg der Urmutter hat sich ihr geöffnet. Sie ist die Tochter der Göttin. Aloy, wie nett von dir, vor deiner Abreise noch mit mir zu sprechen. Es gibt keinen Zweifel mehr. Du bist ein wahrer Segen. Der Wille der Göttin, leibhaftig. So einfach ist es nicht, Tirsa. Es muss wohl reichen. Ich weiß, dass dein Weg gefährlich sein wird. Den Metallteufel zu töten klingt unmöglich, doch ich glaube an dich. Ja. Danke. Die Nora haben Schreckliches erlitten, Tirsa. Was wird denn jetzt aus ihnen? Das kann nur die Göttin entscheiden. Nur sie kennt die Zukunft. Im Moment kümmere ich mich mit den anderen Stammmüttern um die Verwundeten. Und wie versprochen, jeden, der dir nach Meridian folgen möchte, werden wir zum Sucher ernennen. Ich glaube, bis auf Weiteres sollten wir lieber hier im Berg bleiben, nahe der Göttin. Das ist wohl das Beste. So könnt ihr euch zumindest gut verteidigen. Tirsa, erzähl mir Rosts Geschichte, warum er ausgestoßen wurde. Er hat's mir nie erzählt, wegen des Schweigegelübdes. Was hat er getan? Oh. Na komm, raus damit. Ja, das. Was war sein Verbrechen? Ich sage es dir, wenn du willst. Doch die Geschichte ist sehr lang. Möchtest du sie wirklich jetzt hören? Erzähl. Natürlich will ich sie hören. Erzähl. Rost hat nie ein Verbrechen begangen. Er wählte sein Schicksal selbst. Wie meinst du das? Vor vielen Jahren, vor der Störung, vor den roten Raubzügen, wurden wir von einer Bande Fremder, 12 an der Zahl, plötzlich überfallen. Sie nahmen Geiseln in Mutters Mahnwache und zogen weiter in Richtung Teufelsdurst. Mutters Mahnwache? Ein andermal. Mutters Mahnwache? Wo ist das? Du kennst es als das verlorene Dorf, nahe der Karja-Grenze. Doch zu der Zeit lebten dort viele Familien. Rosts war eine davon. Seine Partnerin starb im Kampf gegen die Fremden und seine Tochter wurde als Geisel genommen. Deine Tochter? Wie hieß sie denn? Alana. No. Sie war erst 6 Jahre alt. Nora-Krieger konnten 12 Fremde nicht stoppen? Oder die Geiseln retten? Es war einfach nicht möglich. Wir waren viel mehr. Doch immer, wenn ein Krieger in Schussweite kam, töteten die Fremden eine Geisel. Was wollten sie überhaupt hier? Das fanden wir nie heraus. Wir konnten uns ihnen ja nicht weit genug nähern. Wir wissen, dass sie 2 Tage lang bei Teufelsdurst lagerten. Es hieß, von dort kämen seltsame Geräusche. Und dann, so plötzlich wie sie kamen, zogen sich die Fremden zur Grenze zurück und verschwanden. Was war mit Rosts Tochter? Wurde sie getötet? Rost war einer der Krieger, die den Fremden folgten, so gut es eben ging. 6 Geiseln waren noch am Leben, als die Grenze erreicht war, darunter Alana. Statt sie freizulassen, schlitzten die Fremden ihnen die Kehle auf und ließen ihre Leichen kurz hinter der Grenze liegen, uns zum Hohn. Warum? Grausamkeit. Sie wussten, die gläubigen Nora würden das heilige Land nicht verlassen, nicht für die Toten und nicht zur Verfolgung. Sie dachten, wir könnten uns nicht rächen. Willst du sagen, dass Rost sie verfolgt hat und zum Verbannten wurde? Nein. Rost war außer sich vor Trauer, aber er hätte niemals ein Tabu gebrochen. Was hat er dann getan? Er forderte von uns das schrecklichste und geheimste Ritual des Nora-Stamms. Er bat um Ernennung zum Todessucher.
Ein Todessucher? Was ist das? Jemand, der für die Suche stirbt und durch die Suche anderen den Tod bringt. Das Ritual entreißt dem Körper die Seele und legt sie in Urmutters Hände. Das Herz schlägt, der Kopf denkt, doch ganz ohne die Seele. Das verstehe ich nicht. Rost verfolgte die Fremden. Doch seine Seele blieb hier. Sie blieb hier, bei der Urmutter. Er barg die Leichen der Geiseln und brachte sie her. Und dann folgte er ihnen nicht als Verbannter, sondern als Waffe der Vergeltung. Ein starker Pfeil, der einmal losgelassen nie zurückkehrt. Aber Rost kehrte zurück. Ja, ein volles Jahr später und schwer verwundet. Wir fanden ihn an der Grenze zum Heiligen Land. Ein Jagdtrupp sah ihn dort liegen, bewusstlos, fast tot. Laut Gesetz hätte er dort sterben müssen. Doch eine Jägerin brach das Tabu. Sie griff über die Grenze und zog ihn zu uns hinüber. Wer war sie? Eine Kriegerin, deren Partner und zwei Söhne von jenen Fremden getötet worden waren, die Rost verfolgte. Rost hat die Mission also nie erfüllt. Doch, er tötete sie alle 12. Er fand sie an den unterschiedlichsten Orten, sagte er. Meridian, Ban-Ur, das Anrecht, Utaru-Land und sogar auch im verbotenen Westen. Der letzte von ihnen brachte ihn fast um. Verwundet taumelte und kroch er zurück zu uns. Er hoffte, möglichst nah am Heiligen Land sterben zu können. Er hat nie erwartet oder erbeten, über die Grenze hinübergezogen und gesund gepflegt zu werden. Das war nicht sein Wille. Und stellte uns, die Stammmütter, vor ein großes Problem. Warum war er euch nicht willkommen? Rost war jetzt ein Todessucher, Aloy. Das ist doch Schwachsinn. Es gab im Stamm keinen Platz mehr für ihn. Wir hätten ihn fortjagen müssen. Aber das brachten wir einfach nicht über uns. Also gab es einen Kompromiss. Ihr habt ihn ausgestoßen? Ja. Wir boten es ihm an. Unter der Bedingung, dass er niemals über diese Ausnahme sprach. Mit niemandem. Nach allem, was er getan und erlitten hatte, wurde er zur Belohnung ausgestoßen? Rost war hocherfreut. Er hatte gedacht, nie wieder im Heiligen Land leben zu können, schon gar nicht im Becken, so nah bei der Göttin. Er beschloss, den Rest seines Lebens allein zu verbringen. Ein gebrochener Mann quasi. Und war zufrieden damit. Doch dabei kam ich ihm dann dazwischen. Ja. Noch ein Kompromiss. Die Stammmütter fürchteten dich und wollten nicht, dass du im Stamm aufwächst. Also fragten wir Rost. Ich wusste, er würde dich beschützen, dich erziehen, dich lehren, die Urmutter zu ehren und den Stamm zu respektieren. Er hat es zumindest versucht. Ihr schickt einem Mann, dessen Tochter tot war, ein kleines Mädchen? Findest du das nicht gefühllos? Ich bin der Ansicht, dass der Lauf der Ereignisse gezeigt hat, dass wir richtig lagen. Und ich bin ziemlich sicher, seit er dich zum ersten Mal gesehen hat, empfand er dich als Geschenk und nie als Last. Okay, Tirsa. Was für eine Geschichte. Gut, das heißt, ja, ich hatte das ja auch schon ein bisschen vermutet, dass Rost letztendlich uns beschützen sollte, uns erziehen sollte. Aber die Frage ist ja, wussten die Urmütter, wer wir sind? Na, wussten sie, dass wir das eine Kind, die eine Person sein werden, die das Ganze hier retten soll, die Auserwählte quasi sind? Wussten die das? Ich mache mich auf den Weg. Ich danke dir, dass du mir helfen wolltest. Die ganze Zeit.
Und für Rosts Geschichte. Ich hätte gern mehr getan. Aber ich war ganz allein. So wie ich. Wir müssen uns nicht verstecken. Oh, danke, Aloy. Ich bete für dich. Okay, kann ja nicht schaden. Die Göttin hat sie im Inneren des Heiligen Berges gesandt. Okay. So. Der Berg der ich lebe schon lange. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Tirsa hatte recht. Ein Segen, kein Fluch. Ja, man kann ja auch nicht alles so verunsichert. Wissen. Dass ich das erleben darf. Die ich werde einen Kriegstrupp nach Meridian führen. Ja, das klingt tatsächlich danach, dass uns da eine große Schlacht. So, mit dir reden wir auch nochmal. Gesalbte, ich habe die Zeichen falsch gedeutet. Vergib mir. Ich sagte doch, ich bin nicht deine Gesalbte. Sie haben unseren Stamm abgeschlachtet und gedacht, sie hätten uns gebrochen. Aber jetzt werden wir ihnen beweisen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Aloy, wie hast du das gemacht? Du bist ins Herz des Berges vorgedrungen. Du scheinst bei allem eine besondere Rolle zu spielen. Das sieht danach aus, die Göttin begünstigt dich. Aber die Göttin sind wir im Prinzip ja wir selber, weil wir sind ja im Prinzip einfach nur das Genmaterial. Wir sind ja insofern nur, in Anführungszeichen, nur das Genmaterial von Elizabeth Sobeck, dass die so vorausschauend war und ihr Erbe uns übergeben hat. Aloy. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag, dass wir uns in Meridian sehen. Natürlich. Das ist ganz einfach. Aber der Rest... ist kompliziert. Ich weiß. Aber vielleicht, wenn ich dich ins Innere des Berges bringe... Nein. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht. Bitte denk nicht schlecht von mir. Die Göttin will, dass du das siehst. Das würde ich doch nicht sagen. Nicht ich. Gut. Huch. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Das hatten wir doch schon eben. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampf. Tirsas Entscheidung war... Ich werde dann mal gehen. Ich wusste, du bist nicht wie andere, Nora. Du auch nicht, Val. Wenn... das hier vorbei ist, zeige ich dir, was ich gelernt habe. Was ich lerne. Vielleicht. Wenn die Göttin so will. Bis dann in Meridian. Hast du die Gesalbte mal in Aktion gesehen? Ich habe Mitleid mit jeder Maschine. Na, hast du noch was zu sagen? Ja. Der Stamm, dem ich diente, ist nicht mehr. Und ich werde auch bald sterben. Die Nora haben zu viele verloren, Rash. Aber in deinem Fall lässt es sich wohl verschmerzen. Der Berg der Urmutter hat sich ihr geöffnet. Sie das kannst ist du sagen. Die Tochter der Göttin. Urmutter hat zu ihr gesprochen. Es ist wahr. Okay. Dann machen wir uns so langsam auf den Weg zu Gaia. Bezahlen, was sie den Nora angetan haben. Sie ist von der Göttin gesalbt weniger, aber autorisiert, sagen wir es mal so. Okay. Oh, wieder Ende in der frischen Luft. Ja, gut, wir können einmal. Ist das? Da waren wir auch noch nicht. Doch, waren wir schon. Begib dich zum Bitterklamm. Warte mal, ich will mal eins kurz gucken. Der gefallene Berg. Achso, hier sollen wir auch hin. Das ist okay. Gut, da sollen wir hin. Alles gut. So, nochmal. So. Da reisen wir hin. Dann geht's nochmal zu Gaia. Und danach geht's nochmal, so wie ich bis jetzt gesehen habe, zu Meridian. Oder nach Meridian.
Und dann mal gucken, was dann abgeht. Ob wir da ein kleines Heer aufstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir nachher gegen diesen Metallteufel Hades nochmal kämpfen müssen. Oh. Aber erstmal einen Schritt nach dem anderen. Erstmal gucken wir uns Gaia an. Und dann sollten wir die letzte Energiezelle kriegen. Dann holen wir uns die Rüstung und dann geht's nach Meridian. So der grobe Plan, sofern sich das machen lässt. Der gefallene Berg hier speichern wir erstmal ab. Damit wir das Geschehene von gerade eben nicht nochmal machen müssen. Wo sollen wir überhaupt hin? Da oben sollen wir hin. Was? Wie kommen wir da hoch? Ach, hier kommen wir hoch. Sehe ich das erst. Hier waren wir doch auch schon mal. Ich habe mir jetzt trotzdem jetzt nicht wirklich gemerkt, dass es hier hochgeht, aber umso besser. Dann kommen wir hier ja auch lang. Können wir jetzt hier direkt hochkraxeln. Der Weg auf den Berg wird schwierig. Ja, ach. Dort lauern überall bösartige Maschinen. Verdorbene Maschinen? Nicht verdorben. Ja, aber sie tolerieren keine Menschen. Warum überrascht mich das nicht? So. Hier mal zärtlich hin. Okay, aufwärts. Ja gut, hier haben wir natürlich... Slow-Mo! Wo sollen wir? Wir müssen wir... Ja, ich habe beim letzten Mal, glaube ich, schon mal geguckt. Ah. Ja. Ja, das kriegen wir schon hin. Ach, hier waren die Pirscher, ne? Okay, wir können sie jetzt nochmal durchschlachten. Ja. Hier müssen wir also nochmal durch. Ich versuche mich mal reinzuschleichen. Dass uns vielleicht mal ein Pirscher gleich tamen können. Können wir nicht. Gut. Hallo. Hallo? Also auffälliger kann ich mich jetzt auch nicht mehr verhalten. Na gut. Wenn es denn so sein soll, dann machen wir das halt anders. Kommt aber keiner. Oder sind die tatsächlich schon alle weg, dass wir sie hier alle weggebombt haben, dass wir hier einfach durchlaufen können? Kann natürlich sein. Ich denke mal schon, weil hier sind ja auch keine Pirscher. Hier waren ja keine Pirscher. Na gut. Kann ich persönlich mit leben. Dann hätte ich jetzt, ich hätte ehrlich gesagt, ich hätte wirklich gedacht, dass die wieder gespawnt werden. Aber wenn es nicht so ist, okay, gut. Warum nicht? Kann ich persönlich sehr gut mitleben. Dann sparen wir in der Hinsicht ein bisschen Zeit. Beziehungsweise müssen wir alles doppelt und dreifach machen. Die Zeit wäre mir als solches sogar noch egal. So.
Ja, da müssen. Ja, siehst du, da ist nämlich der. Ich weiß nicht, ob wir hier noch einen Sturmvogel haben, aber selbst der scheint momentan nicht da zu sein. Oder was heißt momentan nicht da? Wahrscheinlich werden die tatsächlich nur einmal gespawnt. Und danach, nach mir die Sintflut. Weil hier spawnt ja nichts weiter. Hier sind auch die Kisten nicht mehr gespawnt. Also können wir wahrscheinlich einfach ganz entspannt durchmarschieren. Okay. Dann ist es so. Siehst du, da haben wir schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ist doch super. So, da sind wir auf Max, sind überall auf Max. Dann kann es ja weitergehen. Schockwurzel. Da bin ich mal gespannt, wie wir jetzt in Gaia reinkommen. Der Zugang war uns ja beim letzten Mal verwehrt. Wir wissen natürlich jetzt auch, warum es so ist. Aber jetzt wissen wir es wirklich hundertprozentig genau. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt einfach ein Tor gespawnt ist oder ob da jetzt auf einmal eine Leiter gespawnt ist. Das würde mich echt mal interessieren. Und wir werden es auch gleich sehen. Achso, da oben. Und hier oben war, glaube ich, der Sturmvogel. Hier hatten wir uns bekriegt. Und auch er scheint nicht mehr da zu sein. Ich sehe hier ihn nirgendwo hier rumflattern. Aber umso besser. Gut, dann sparen wir uns das Rumgeplänkel. Und den Weg kennen wir doch. 150 Meter. Ich denke mal, auch in Gaia, das wird auch kein Selbstgänger werden. Da werden wir, glaube ich, auch auf ordentlich Widerstand stoßen. Das ist das Video, was wir nicht gesehen haben auf dem Hinweg. Gaia Selbstopfer. Hat das bewirkt? Nee, das haben wir nicht gesehen. Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Oder? Ja, ja. Schnell jetzt. Ah, guck. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Okay. Du wirst sehen. Gut, einmal kurz. Moment, geht gleich weiter. So. Gut, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht, was dann Silence für uns vorbereitet hat.